Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar wolltet ihr alle, dass ich unbedingt auf diese Barbie hier raufschaue. Und ja, ihr seht richtig, da ist eine verdammte Kamera drin. Sowas habe ich noch nie vorgesehen. Ihr etwa? Habt ihr sowas schon mal vorher gesehen? Jedenfalls ist hier hinten so ein Display und irgendwelche Knöpfe, also Kamera, Play, löschen, also du kannst damit tatsächlich aufnehmen. Letztens habe ich schon gesehen, dass da hinten ein Anschluss ist, deswegen, vielleicht könnte ich das mit einem Notebook verbinden. Ich habe euch ja auch gefragt und die meisten von euch waren halt dafür, deswegen werden wir heute mal schauen, was auf dieser Barbie drauf ist. Denn diese Barbie hatte einfach mal draußen, ja, mein Handy im Arm quasi. Also, wie gruselig ist das denn? Wer hat die da hingelegt? Das muss ja irgendwie dieser Typ gewesen sein, der mich verfolgt hat. Das kann sonst kein anderer gewesen sein. Der hat ja auch so eine komische Puppen-Baby-Maske auf. Keine Ahnung, was will er? Aber er muss auch irgendwie mein Handy gehackt haben, weil er hat mein Face-ID ausgestellt, er hat meinen Code geändert, er hat auch mich aus dem WLAN ausgeloggt. Aber ganz viele von euch meinten auch, das könnte irgendwas mit den Puppenteilen zu tun haben. Deswegen, ich schaue mir gleich mit euch nochmal zusammen die Kommentare an und dann probiere ich das einfach mal aus. Vielleicht funktioniert das, keine Ahnung. Aber wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare und ich würde sagen, let's go. Kommen wir jetzt mal eben kurz zu den Kommentaren, die ihr unter das Video geschrieben habt. Also erstmal habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Typ hinten hockt und mich einfach mal beobachtet hat. Und ihr meintet, nimm die Puppenteile und probier die Zahlen in verschiedenen Reihenfolgen aus. Becky, die Zahlen auf den Puppenteilen, die musst du entschlüsseln. Das ist der neue Code zu deinem Handy. Also man kann normalerweise kein geklautes iPhone entsperren. Aber woher kannte er meinen Code? Das frage ich mich ja auch. Wie soll das denn gehen? Okay, hier habe ich gerade eine Zahlenkombination. 4, 2, 5, 6. Aber Leute, das passt nicht. Leute, seht ihr das? Auf meinem Handy sind 6 Zahlen für den Code. Ich habe aber nur 4. Selbst angenommen, die passen. Ich weiß nicht, was ich da eingeben muss dann. Die letzten 2 Zahlen fehlen. Vielleicht sind ja auf der Barbie die letzten 2 Zahlen. Was, wenn da irgendwas Gruseliges drauf ist? Auf jeden Fall habt ihr mich auf einigen TikToks verlinkt, wo Leute über diese Barbie geredet haben und wo sie meinten, dass das FBI irgendwie seine Bedenken geäußert hat zu der Barbie wegen der Kamera, weil damit könnte man theoretisch ja Leute aufnehmen und ausspionieren und irgendwie hat es das nicht besser gemacht. Man findet auch einige Artikel dazu und es gibt auch noch eine andere Barbie, Leute, und zwar eine Hello Barbie. Und da steht einfach mal, Hacker können hören, was Kinder der Barbie anvertrauen. Und bei der anderen wurde halt herausgefunden, dass sie gar nicht so sicher sein soll. Also theoretisch könnten Hacker sich da einfach reinhacken und Daten abgreifen und zuhören quasi, weil die Daten gelangen übers WLAN zum Handy und dieser Übertragungsweg soll wohl, glaube ich, nicht so sicher sein. Ja, auf jeden Fall wusste ich gar nicht, dass es solche Barbies gibt, aber ja, echt interessant. Naja, egal, ich habe jetzt hier ein Kabel und wir schauen jetzt einfach mal, was auf der Barbie drauf ist. Oder vielleicht ist auch gar nichts drauf, ich weiß nicht. Video Girl nennt sich das. Hier, seht ihr das? Also, da sind 4 Videodateien drauf. 2 Bilder, Kellertreppe, neue Zahl. Wer zum Teufel ist er? Man sieht irgendwie auch einen Teil seiner Maske. Wer ist dieser Spinner? Ehrlich. Was will der auch? Spielen wir es jetzt ab. Ich habe ein bisschen Angst. 1, 2, 3. Hä? Bitte, man zieht seine Maske. Hat er sich gefilmt mit der Barbie oder was ist das? Mal heller machen. Der sieht so eklig aus. Aber der sieht auch irgendwie so, keine Ahnung, als wäre es irgendwie schlechte Quali. Was ist das? Leute, was ist das für eine Musik? Alter, ist das gruselig? Das ist so gruselig. Warum sieht er so ekelhaft aus? Wer ist er? Auftrag. Moment, Moment. Kann es sein, dass er sich gerade da filmt, als er mich beobachtet hat? Weil es ist ja dunkel. Ist auch so ein bisschen schlechte Qualität. Das muss er 100% mit der Barbie aufgenommen haben. Alter, wer macht das? Wozu? Man erkennt auch nicht, wer das ist.
ein Auftrag, Mann? Wozu gibt ihr mir das? Jetzt, solche Aufnahmen. Jetzt läuft er irgendwie schneller. Man hört irgendwie seine Schritte. Aber man erkennt nicht sonderlich viel. Oh, ist das ekelhaft. Ich hasse diese Maske. Bah, ich hasse auch Puppen. Was zum Geier. Okay, kommen wir jetzt zum zweiten Video. Leute, er hat mein Handy. Er hat mein Handy. Was zum... Ich wusste, er hatte es. Ich wusste es. Er war das. Ich muss das irgendwie verloren haben. Aber ich sehe jetzt nicht, wo das war. 3.18 Uhr. Aber woher soll er meine PIN wissen? Woher? Das war's. Der zeigt nur, wie er mein Handy nimmt. Drittes Video. Oh Gott, der rennt. Ich muss das beim Rennen verloren haben. Da ist er wieder langsamer gelaufen. Ich verstehe die Videos nicht. Versteht das jemand von euch? Das denn jetzt? Warte, ist er in meinem Versteck? Leute, er ist an meinem Handy. Da hat er die Barbie hingestellt. Kann das sein? Der macht irgendwas an meinem Handy. Konnte das so einfach knacken oder was? Was macht er da? Was ist sein verdammter Auftrag, Mann? Stellt mir einfach dann das Handy irgendwie, keine Ahnung, da normal stehen zu lassen, ohne irgendeiner Barbie und ohne irgendwie... Warum hat er überhaupt so eine Barbie? Oh. Doch, er stellt da mein Handy hin. Und da endet das. Weil hier sind die zwei Bilder, die noch auf der Barbie drauf waren. Kellertreppe und neue Zahl. Und dann irgendwie zwei eklige Puppen, ey. Warte, hier ist eine Karte. Ey, sag mir nicht, ich muss da hin, damit ich die Zahl finde. Wozu? Wo ist das überhaupt? Brücke Istanbul e.V.? Präsident Kran? Wo ist das? Aber woher weiß er, wo ich wohne? Wegen meinem Handy? Oder weil ich zurückgerannt bin? Oh, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Was ist sein Auftrag? Soll ich bei der Kellertreppe gucken? Aber ich bin doch schon öfters da langgelaufen, da war nichts. Oder meint er die andere? Warte, es gibt drei. Einmal, die er reinführt, drin und draußen. Meint ihr, ich krieg das so entsperrt? Oder soll ich zu dem Punkt auf der Karte? Dann sprengt man jetzt den Daumen nach oben. Bei 40.000 Daumen nach oben gehe ich zu dem Punkt. Ich nehme euch mit. Und dann schauen wir, ob wir die Zahl finden. Ich schaue jetzt eben bei der Kellertreppe. Ich will wissen, was da ist. Ein Hinweis ist da nicht. Nur, oh, sag mir nicht, das ist wieder eine Puppe. Wegen den Puppenköpfen. Klar, keine Lust, ey, ehrlich. Woher weiß er, wo ich wohne? Der muss mich verfolgt haben. Ich habe noch mal meine Taschenlampe mitgenommen. Weil unten im Keller ist es schon ziemlich dunkel. Also vor dem Keller war nichts. War mir aber sowieso klar, weil das habe ich auch schon vorher gesehen. Ich guck mal hier hinten. Weil hier hinten ist auch eine Treppe. Jetzt geht hier auch das Licht nicht. Zum Glück habe ich die Taschenlampe mitgenommen, ehrlich. Warum flackert die? Seht ihr das? Oh mein Gott, das macht das Ganze noch gruseliger. Warum funktioniert die nicht? Ah, Scheiße. Verdammt. Wo ist das gruselig? Nee, hier ist nichts. Nee, hier ist nichts. Schauen wir jetzt mal draußen. Oh! Da ist was, da ist was. Das ist eine Puppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieht die gruselig aus? Ey, wie die aussieht. Schau dich mal das Auge an. Ich geh mal lieber rein. Warum tut er mir hier eine Puppe hin und woher weiß er, wo ich wohne? Oh, wo redet die? Hallo. Wo redet die? Mama. Oh mein Gott, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Oh nee, die nehme ich bestimmt nicht mit. Was soll ich mit der Puppe machen, Leute? Ist da noch irgendwas? Hey, warum nennt die mich Mama? Digga, ich bin nicht deine Mama. Ich hasse diese Puppe. Warum hat er die da hingetan? Was will er von mir?